Recipes. Recipes. Heute geht es um das Fuji X-Raw Studio, was man alles damit machen kann und um Fujifilm Recipes. Als Fuji-User kennt man natürlich die verschiedenen Filmsimulationen von Provia über Classic Chrome bis hin zu Acros. Und wie die meisten von euch auch schon wissen, kann man diese Werte auch noch den eigenen Wünschen anpassen. Im IQ-Menü der Kamera hat man somit fast unendliche Möglichkeiten, seinen eigenen Look zu kreieren. Wem das noch nicht ausreicht, der wird auch online fündig, zum Beispiel bei Fuji X Weekly. Dort findet man jede Menge Filmsimulationen, auch von alten Filmen wie beispielsweise von Agfa, Fuji oder auch Kodak. Fuji X Weekly gibt es auch als Smartphone-App und fast wöchentlich erscheinen dort neue Recipes. Recipes sind somit nichts anderes als angepasste oder veränderte Filmsimulationen. Wie man sieht, gibt es jede Menge Recipes, aber leider kann man nicht alle abspeichern. Auf meiner X-T4 habe ich genau 7 Plätze dafür, aber wesentlich mehr Recipes, die ich gerne benutzen möchte. Leider ist da Lightroom auch keine große Hilfe, denn hier kann ich nur die normalen Filmsimulationen ändern. Und genau da kommt das Fuji X-Raw Studio ins Spiel. Das Fujifilm X-Raw Studio ist vom Grundprinzip her ein RAW-Konverter, mit dem man RAW-Aufnahmen in JPEG konvertieren kann. Also ähnlich wie Lightroom, aber dann doch auch wieder anders. Was aber den RAW-Converter von Fuji so interessant macht, sind genau 3 Dinge. Erstens habe ich hier die Möglichkeit, ähnlich wie im IQ-Menü direkt auf der Kamera, auch hier die Bilder zu bearbeiten. Und zweitens kann ich hier auch noch nachträglich die angewendeten Recipes ändern. Und der dritte und letzte Punkt ist für mich persönlich einer der wichtigsten. Mit der Software von Fuji bin ich nicht auf 7 Speicherplätze begrenzt, ich kann wesentlich mehr Recipes abspeichern. Diese kann ich dann entsprechend nach Bedarf auf die Kamera laden und jederzeit auch wieder austauschen. Und das ist für mich persönlich einer der wichtigsten Vorteile, denn damit muss nicht mehr jedes Recipe extra angelegt werden. Wenn man es braucht, schließt man die Kamera an den Rechner und tauscht es einfach aus. Das funktioniert aber alles nur bei angeschlossener Kamera und natürlich muss es auch die Kamera sein, mit der die Aufnahmen gemacht wurden. Ich kann damit beispielsweise keine Bilder bearbeiten, die mit der X-T3 gemacht wurden, während die X-T4 an den Rechner angeschlossen ist. Anders als bei Lightroom nutzt die Software von Fuji nicht den Rechner als Prozessor, um Bilder zu bearbeiten oder zu JPEGs zu konvertieren. Das X-Raw Studio nutzt die angeschlossene Kamera und dessen Prozessor. Das heißt natürlich dann auch, dass die Kamera eingeschaltet und per USB-Kabel mit dem Rechner verbunden sein muss. Und zuvor sollte auf der Kamera noch die richtige Verbindungseinstellung eingestellt werden. Diese Einstellung findet man im Einrichtungsmenü auf der Kamera. Dort gibt es die Verbindungseinstellung und damit auch den Verbindungsmodus USB-RAW-Converter. Wer dennoch Verbindungsprobleme hat, der sollte mal ein anderes USB-Kabel ausprobieren und die Einstellung USB-Stromversorgung ausschalten. Bei manchen Modellen gibt es auch Probleme, wenn sie nicht direkt per USB-Kabel an den Rechner angeschlossen sind. Wenn es dann mit der Verbindung geklappt hat, erscheint oben links das Kameramodell. Damit man Aufnahmen mit der Software von Fuji bearbeiten kann, müssen sich die Aufnahmen auf eurem Rechner oder auf einer entsprechenden Festplatte befinden. Die Aufnahmen, die ihr vielleicht noch auf der Speicherkarte in der Fuji habt, werden nicht angezeigt und können somit auch nicht bearbeitet werden. Also nicht vergessen, die Aufnahmen immer zuerst auf eure Festplatte oder ein externes Medium sichern. Für das heutige Beispiel habe ich mir beispielsweise mal einen Ordner mit Aufnahmen auf dem Desktop angelegt. Links oben im Quellverzeichnis kann ich dann diesen Ordner auswählen und solange die Kamera eingeschaltet und angeschlossen ist, kann ich diese Bilder dann auch bearbeiten. Die Software von Fuji ist relativ einfach gestrickt. Links unter dem Quellverzeichnis findet man gleich das Histogramm und darunter dann die entsprechenden Bildinformationen zum ausgewählten Bild. Bei den Bildinformationen wird nicht nur die Kamera sowie die verwendete Brennweite angezeigt, es werden auch alle Einstellungen, die man im IQ-Menü auf der Kamera gemacht hat, angezeigt.
Auf der rechten Seite neben dem angezeigten Bild finden wir die Benutzerprofile sowie die aktuellen Conversion-Profile, die sich auf der Kamera befinden. Und das sind genau wieder die 7, die ich auch auf der Kamera abgespeichert habe. In der unteren Leiste findet man alle Bilder, die sich in dem Ordner befinden, den wir im Quellverzeichnis ausgewählt haben. Damit hat man dann also alles, was man für die Bearbeitung der Bilder braucht. Vor kurzem waren wir ein paar Tage am Bodensee und anschließend noch in der Schweiz. Und hier hatte ich dann mal die Möglichkeit, die ganzen Recipes ausführlich auszutesten. Die Bilder, die ihr jetzt hier seht, wurden alle mit dem Aqua Vista Baby gemacht. Ein Fujifilm Recipe, das ich von Fuji X Weekly habe. Wenn man mit den Recipes fotografiert, ist es manchmal gar nicht so einfach, die richtige Belichtung zu treffen. Die Bilder sind dann zwar laut Belichtungsmesser korrekt aufgenommen, aber manchmal doch etwas zu dunkel. Mit dem X-RAW Studio von Fuji hat man jetzt hier die Möglichkeit, diese Werte alle nachträglich nochmals anzupassen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es die Highlights, die Shadows oder vielleicht auch nur die Sättigung ist. Aber so kann man jetzt auch noch das genutzte Recipe etwas verfeinern und anschließend später auch wieder abspeichern. Wenn man jetzt sein Kameraprofil bzw. Recipe verändert hat, so kann man dies an zwei Orten abspeichern. Zum einen kann man es direkt auf die Kamera als Kameraprofil speichern und zum anderen kann man es auf dem Rechner als Benutzerprofil hinterlegen. Und das ist dann auch genau der große Vorteil, wenn man mehr als 7 Recipes verwenden möchte. Ein weiterer großer Vorteil ist natürlich auch, dass man mehrere Versionen eines Recipes bzw. Kameraprofils abspeichern kann. Die unterschiedlichen Versionen kann man dann auch immer wieder auf die Kamera speichern, um sie auszutesten. In der Software von Fuji kann man Recipes aber nicht nur bearbeiten, sondern auch ändern. Um Recipes nachträglich zu ändern, klicke ich einfach bei Kameraprofil auf ein anderes abgespeichertes Recipe. Somit kann ich jederzeit schauen, ob die Aufnahmen in Kodak Color oder Kodak Gold vielleicht nicht besser gewesen wären und muss mich damit auch nicht ärgern, dass ich vielleicht das falsche Recipe verwendet hatte. Mit dem X-RAW Studio von Fuji kann man also nicht nur Bilder bearbeiten, Kameraprofile und Benutzerprofile erstellen und abspeichern, man kann natürlich auch die RAWs dann anschließend in JPEGs konvertieren. Auch das geht relativ einfach mit dem Button RAW-Konvertierung. Das neu erstellte JPEG findet man dann auch in dem Ordner, wo sich die RAW-Aufnahmen befinden. Und auch damit hat man dann wieder die Möglichkeit, unterschiedliche Versionen bzw. Recipes auch auf JPEGs anzuwenden. Mit der Mehrfachauswahl kann man auch mehrere Bilder gleichzeitig bearbeiten. So lassen sich nicht nur Benutzerprofile, sondern auch Kameraprofile gleichzeitig anwenden. Einfach mehrere Bilder markieren und das gewünschte Profil auswählen. Und für die Konvertierung in JPEGs funktioniert das Ganze natürlich genauso. Wie man also sieht, lohnt es sich absolut, das X-RAW Studio mal auszutesten und zu benutzen. Insbesondere für alle die gerne mit Kameraprofilen bzw. Recipes experimentieren. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Natürlich würde es mich auch mal interessieren, welche Recipes bzw. Kameraprofile ihr so benutzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir doch bitte einen Like oder vielleicht sogar ein Abo. Aktuelle Fotos gibt es wie immer auf Insta und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß mit dem Fuji X-RAW Studio und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Aqua Vista Baby.